Hallo und herzlich willkommen zu meinem speziellen Thema, den Regenwald. Der Regenwald. Der Regenwald ist ein riesiges, großes Ökosystem. Auf der ganzen Welt gibt es verschiedene Regenwälder. Ein Regenwald ist zum Beispiel in Afrika, ein anderer ist in Madagaskar. Der größte Regenwald liegt im Amazonasbecken. Der Amazonasregenwald ist 6,7 Quadratkilometer groß. Wie ich ja vorhin schon erwähnt habe, ist der Regenwald ein riesiges, großes Ökosystem. Im Regenwald lebt eine vielfältige Zahl an Tieren und Pflanzen, wie zum Beispiel die Orang-Utans, der Papagei, der Tukan, der Tiger oder das Gürteltier. Der Regenwald wird aber leider von uns Menschen abgeholzt, um auf den gewonnenen Flächen Sojaplantagen, Palmenölplantagen und Tierweiden draufzubauen. Wie ihr den Regenwald schützen könnt. Das Ganze fängt im Supermarkt an. Ihr kennt doch sicher alle Nutella. Nutella ist zwar ziemlich lecker, hat aber Palmenöl drin, was nicht gut für den Regenwald ist, weil der Regenwald abgeholzt werden muss, um Palmenölplantagen zu bauen. Aber keine Sorge, es gibt auch Schokocreme ohne Nutellas. Palmöl hat es aber auch noch in Kosmetik, Tiefkühlpizzen und Chips. Wenn ihr diese ganzen Sachen nicht esst, könnt ihr den Regenwald schützen. Ihr könnt den Regenwald aber auch noch schützen, indem ihr nicht mehr so viel Fleisch esst, damit der Regenwald nicht abgeholzt werden muss, um darauf Tierweiden zu bauen. Keine Möbel aus Tropenholz kaufen, damit der Regenwald nicht abgeholzt werden muss, um aus den Bäumen Möbel zu bauen. Und fahrt weniger Auto, dass aus den Abgasen kein CO2 in die Luft kommt. Wenn ihr diese ganzen Tipps macht, dann können wir zusammen unseren Regenwald schützen und somit vielen Tieren, wie zum Beispiel den Orang-Utans, ihren Lebensraum geben. Tschüss!